Also ich war 7 Jahre obdachlos, also nicht wohnungslos, sondern richtig obdachlos. Geld verdient, also mit Betteln. Gestohlen habe ich nie, weil ich zu viel Angst habe davor. Was ich auch oft gern gemacht habe, im Prater war es früher leicht. Du hast überall schwarz arbeiten können. Ob du in einem Standl gearbeitet hast beim Verkauf oder losverkauft hast oder beim Autodrom die Leute animiert hast zum Mitmachen. Man hat auch Geld verdient. Das war mir wichtig. Nur es ist, man hat halt nie so viel verdient, dass man sagt, so, okay, jetzt da kannst du eine Wohnung leisten. Es war einfach nur zum Überleben. Ne? Und ja, wenn es nicht anders gegangen ist und wenn man tagelang nicht wirklich was zum Essen hat, Hunger tut sehr weh nach einer Weile, muss man halt auch dann einmal im Strich stehen und so das Geld verdienen. Meistens, wenn es 2, 3 Mal erwischt wirst, kommst du gleich ins Gefängnis, wenn du das nicht zahlst. Und ich muss sagen, ich habe damals Gott sei Dank Polizisten kennt, die gewusst haben, warum ich das mache. Und die haben mit mir die Strafen gesammelt. Und du hast bis zu 6 Wochen dann, also mit mehreren Strafen, bis zu 6 Wochen absitzen dürfen. Müssen. Ich sag dürfen, weil ich war froh, dass ich 6 Wochen von der Straße weg war. Im Winter. Wie gesagt, ich war auch eine versteckte Obdachlose, weil ich habe immer geschaut, dass bei mir keiner merkt, dass ich auf der Straße bin. Man schämt sich einfach. Obwohl es eigentlich keinen Grund gibt zum Schämen, weil im Gegenteil. Man soll sagen, okay, es ist passiert, ich brauche Hilfe, helft's mir. Das ist sehr wichtig, dass man sagt, bitte helft's mir. Und sich auch helfen zu lassen. Allein ohne Hilfe schafft man es nicht. Man kann nur so kämpfen. Ohne Hilfe schaffst du das nicht. Man braucht jemanden. Und wenn es nur zum Reden ist. Und wenn es nur einer ist, der dir die Hand gibt und sagt, komm, ich hilf dir. Ich öffne dir eine Tür. Aber reingehen in die Tür musst du selber.